Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Final Fantasy X. Ich habe mich mal offscreen hier zu dem Tempel hier begeben und das Rätsel mal schnell gelöst, damit wir ganz gemütlich und ganz schnell zu der guten Astra hier gehen können, um mal nachzusehen, was die denn schönes für mich im Angebot hat und vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen hat. Gucken wir mal, was wir hier heute haben. Ixion ist klar, ja. Okay. Sieht ein bisschen aus wie ein Gaukler. Hallo, Ixion. For a long time, we've forgotten how to go forward. You reminded us we must go forward. Okay. Yes, we must run. Let us go. You who share our dreaming. Come, and we will run till the dream's end. Okay. Gut, dann tun wir das. Dafür gibt es einen Fortuna-Spheroiden und ein Geschicks- und einen Zauberabwehr-Spheroiden. Gucken wir mal, wer hat denn hier Zauberabwehr? Ah, ich glaube, der kriegt Tidos. Tidos hat eine Schwäche für Zauberabwehr. Was haben wir denn noch? Tidos hat ein paar Felder frei. Was bei dir irgendwo? Nee, Zauberabwehr ist gut. Geschickstechnisch wird das gar nicht mal so schlecht sein, den bei ihm einzusetzen. Vor allem, da ich sowieso zwei habe. Um dem guten Wacker auch noch ein bisschen mit der Geschwindigkeit auszuhelfen. Ah, siehste. Jetzt ist er so schnell wie Tidos. Was haben wir denn noch an Spheroiden? Abwehrtreffer. Ich denke mal, er hat die bessere Trefferwertung, ne? 15, 29, ja, du kriegst Treffer. Und die Abwehr geben wir mal an Riku. Oder auch nicht. An sich ist es auch egal. Auch hier haben wir es gleich geschafft. Ein Level noch, dann haben wir hier gelernt, was wir haben wollen. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder raus hier. Und noch ein bisschen was an Kleinigkeiten erfahren, nichts Weltbewegendes. Aber die Belohnungen sind sehr gut. Und die nehmen wir dann natürlich doch schon sehr gerne mit. Die Affen hier sind voll am Ausrasten. Die haben voll Spaß. Hallo? Naja, gut, aber eure Bräuche sind auch total falsch und schlecht. Dementsprechend kann ich es nachvollziehen, dass die Leute hier die Bräuchen nicht mehr ganz so nachgehen wollen. Okay, für die heutige Episode wollen wir einiges an Nachbearbeitung machen für unsere Ausrüstung. Wir holen uns ein paar neue Waffen und gibt noch eine Menge schöne Sachen, die wir einsammeln wollen. Als erstes würde ich mal sagen, wir gehen als nächstes zur Donnersteppe. Genau deswegen. Denn hier, falls es noch nicht aufgefallen ist, jeder der Läden über die ganze Welt verteilt, hat andere Ausrüstung im Angebot. Und hier bekommen wir das Vario-Schwert für Tidos, das ich mir gerne holen würde. 15 Angriffsprozent ist schon gar nicht mal so schlecht. Interessanterweise gibt es hier auch Angriffsprozent-Waffen für alle anderen, also auch für unsere Magier. Ich will auch eigentlich im Grunde genommen noch einen für Wacker. Ihr könntet theoretisch eine Ätherflamme für Auron kaufen, aber da habe ich was anderes vor.
Die anderen Waffen sind nicht so interessant für mich. Und diese Waffen wollen wir auch direkt mal umbauen. Denn auf dieses Wario-Schwert kommt jetzt... Wo bist du? Wo da unten muss der sein? Der mächtige Ausweichkonter. Wir haben dafür 2 Teleport-Sphäroiden vor einer Weile von irgendeinem Boss bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ja, die haben wir auf jeden Fall bekommen. Und jetzt packen wir uns da den Abwehrkonter drauf, den Ausweichkonter. Damit haben wir Tidos Rächer. Und Wacker kriegt das Gleiche für den Gegentreffer. Damit hat auch er schon ziemlich guten Power-Boost bekommen. Den Rest lassen wir erstmal noch so. Da kommen für die restlichen Abilities, die kümmern wir uns später. Und dann sind wir auch hier schon fertig. Und jetzt müssen wir noch eine Kleinigkeit erledigen. Die müssen wir machen, um unsere Rüstung komplett auszuwerten. Und dafür gehen wir zu den Ruinen von Xenarkand. Und wollen dort zurück in den Dom. Und zwar in den Korridor. Und erstmal Kimari kriegt seine Stichlanze wieder, denn ich will hier ein gewisses Monster suchen. Ihr könnt das leider nicht über die Monster-Arena machen, so wie es mit den Basilisken beim letzten Mal gemacht habe. Aber ich werde dann einfach so editieren, dass wir uns gleich wieder hier sehen, wenn ich das Monster gefunden habe, was ich haben will. Es sei denn natürlich... Ich finde unseren Freund natürlich gleich. Das war jetzt natürlich editiert, ne? Aber die haben wir gesucht. Und zwar die Eisenritter der Version Nummer 11. Den wollen wir jetzt mit unserem guten alten Bestechen. Per 124.000 glücklich machen. Und damit verpisst er sich aus dem Kampf. Mir reicht für diesen Fall jetzt einer. Da ich das schon ein bisschen vorbereitet habe, das heißt, die anderen können wir jetzt einfach killen, anderen Gegner hier. Die sind nicht mehr wichtig. Denn für das Bestechen von einem Eisenritter bekommt ihr ungefähr so 9, 10 Elixiere. Wenn ihr ganz viel Glück habt, sogar 12. Und davon wollte ich mindestens 35 Stück haben. Wie gesagt, ich habe das schon vorbereitet. Wir haben genug Elixiere für das, was ich vorhabe. Und dann können wir dem guten Kimari seine Hellebarde wieder verpassen. In Sachen Kimaris Waffe werde ich gar nicht großartig irgendwas machen. Der wird seinen Speer behalten dürfen. Zumindest so lange, bis wir uns um die ultimativen Waffen kümmern. Und bei dem Thema ultimative Waffen, ich könnte mir natürlich jetzt auch schon die ganzen Sidequests antun, um die ultimativen Waffen für meine ganzen Charaktere zusammenzusammeln. Ich finde das aber persönlich ein bisschen zu übertrieben. Gerade für die Hauptstory braucht ihr die Solaris-Waffen gar nicht. Und darum baue ich hier so ein paar Waffen zusammen. Die Gegenstände dafür sind einfach zu sammeln. Es hält das Nebenquest-Grinden auf ein Minimum für die Leute, die sich das Übergegrinde für die schwarzen Bestia und so weiter nicht antun wollen. Und mit der Ausrüstung, die wir hier zusammenbauen, könnt ihr einiges anfangen. Ihr erinnert euch, wir haben hier beim letzten Mal Tetra- oder Quartett-Rüstung für alle. Sehr interessant, Tetra, Quartett, Multi, Vierer. Wir haben hier schön für jeden einzelnen Charakter so eine Waffe uns besorgt. Jetzt gibt es noch für die gute alte Yuna, holen wir uns hier einen Meisterstab. Mit dem 10er Zauberangriff. Und auch den wollen wir ein bisschen umbauen. Denn da packen wir jetzt MP1 mit drauf, damit auch die gute Yuna ausrasten kann und mit ihrem Astra-Stab ihre Zauber mit gerade mal einem MP verbrauchen kann. Die anderen Abilities, da kümmern wir uns später drum, da ich einfach, wie gesagt, mir fehlen auch noch Items, um bessere Sachen umzuwandeln. Und das andere, was ich jetzt machen möchte mit unseren Felsenwaffen, ist die restlichen Abilities draufpacken. Und die restlichen Abilities, die wir hier draufpacken wollen, sind 20 HP-Prozent. Dafür die Elixiere, davon braucht ihr 5 Stück.
und HP 30% von den übrig gebliebenen HP-Wundermitteln. Damit haben wir den Ritterschild mit 60% mehr HP und dem Steinwall. Und das ist meiner Meinung nach für den Rest der Story mehr als ausreichend. Die Sache ist nämlich die, von den ganzen anderen Sachen, die ihr hier haben könnt, es ist eine Menge elementarer Kram von dem Absorbieren von verschiedenen Elementar-Damage gegenüber Schutz von vielen verschiedenen Zustandsveränderungen. Und ja, ne, so Not-Abilities, die sind meiner Meinung nach alle nicht besonders nützlich. In Sachen Zustandsveränderung, das einzige außerhalb von Gestein, was ich sowieso benutze, und Tod, also Stein, Tod und Konfus sind so die einzigen Abilities, die es wirklich wert wären, um geschmiedet zu werden. Das Problem an der Sache ist allerdings, Konfus ist unglaublich schwierig, an die Materialien zu kommen. Und genauso ist es mit Tod. Und wirklich, die Gegner, die gerade mit Konfus arbeiten, um die kann man sich so einfach auf normale Art und Weise kümmern, dass diese Abilities eigentlich nie wirklich notwendig sind. Das andere sind die Auto-Abilities hier unten. Wir haben jetzt hier Auto Phoenix, Auto Kur, da gibt es noch Auto Protes, Shell, Auto Hast und andere diese Fähigkeiten, die extrem stark sind. Also die Sache ist die, meiner Meinung nach sind die, gerade für die ganzen Story-Bosse und so weiter, sind die Abilities total übertrieben. Wenn ihr noch irgendeine Form von Schwierigkeit übrig haben wollt von den Gegnern, dann verzichtet ihr auf die Auto-Abilities. Und dieses Setup, was ich hier verwende mit den HP und Stein, ist gut genug. Ja, und die beiden hier, da kümmern wir uns später mal drum. Ich werde die anderen Abilities für die anderen Ringe, ich denke mal, ich mache das offscreen. Das müssen wir jetzt nicht hier machen. Und eine andere Sache, das kann ich aber jetzt eigentlich gerade mal hier machen, ist die elementaren Waffen, die wir noch haben hier, so wie zum Beispiel den Dreischneid oder die ganzen Inferno-Elementwaffen, die wir über das ganze Spiel über gesammelt und benutzt haben, brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Darum gehen auch die in den Ruhestand, den Tetra-Arm möchte ich behalten. Denn das sind schon so die ultimativen Gegenstände, die ihr herstellen könnt. Ich zeige euch nachher noch gleich, wo ihr die herbekommt. Ja, wir wollen mal kurz Schokobo reiten, denn ich habe noch eine Kleinigkeit vor. Dafür will ich zurück zur Monster Farm. Darum bin ich auch hier ungefähr hier bei hier zurück in die stille Ebene. Denn ich hatte euch schon gesagt, hier bei den Schlangen hier in, also die Basilisken von der Josephstraße, die könnt ihr bestechen für Perseus-Granaten. Damit hatte ich ja die ganzen Steinschutze auf meine Rüstung draufgepackt. Aber ja, wie gesagt, die Ausrüstung, die wir hier hatten, die brauchen wir beim besten Willen nicht mehr. Und die anderen Waffen, die wir jetzt so nach und nach haben, die werde ich jetzt dann noch nach und nach alle umbauen. Dann kümmern wir uns noch um die letzten Abilities auf diesen Superwaffen. Und ja, dann war es dann eigentlich auch mehr oder weniger. Ich möchte jetzt, wie gesagt, hier noch eine Waffe kaufen. Und zwar will ich eine Dompteurklaue kaufen. Also nochmal eine für Rico. Ja, die hätte ich gerne. Dankeschön. Und das hat im Endeffekt wirklich nur damit zu tun, wir haben eine Waffe, die auf Tod ausgelegt ist, also Todesschlag. Und das funktioniert auch in den meisten Fällen, also ne, es ist Todesattacke sogar. Das funktioniert in den meisten Fällen. Es gibt ganz wenige Gegner, die komplett immun sind gegen Tod. Und darum möchte ich noch eine Waffe haben, die Steinattacke hat. Ich habe dafür schon mal offscreen ein bisschen vorbereitet, schon ein paar Perseus-Granaten gesammelt. Damit haben wir jetzt auch eine Dompteurklaue mit Stein. Also eine mit Stein, eine mit Tod für Rico. Können wir das mal ein bisschen durchsortieren. Und dann können wir auch ein bisschen an der Ausrüstung feilen. Ich werde jetzt hier erstmal
Ja, ich behalte meine Fängerwaffen erstmal noch. Aber ansonsten werde ich hier die ganzen Waffen hier hernehmen. Und das wird uns dann erstmal einen dicken Boost auf unsere HP geben, wenn die dann alle fertig umgewandelt sind. Und wirklich brauchen tue ich die anderen Waffen ja nicht mehr. Lulu, du kannst deinen Zauberkaktus schon mal haben. Genauso wie du deinen Astralstab benutzen darfst. Ansonsten, Kimari behält seine Stichlanze. Die ist einfach sehr nützlich wegen Durchschauen. Du hast deine Waffe ja schon. Und die, je nachdem, wie wir sie dann brauchen, fürs Fangen. Ich denke mal, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ich müsste in der Liste nachgucken. Ich denke mal, wir werden noch mit Präventivschlag und Erstschlag arbeiten auf den Waffen hier. Für ein bisschen extra Sicherheit. Aber ja, dann haben wir es eigentlich auch mehr oder weniger. Ich will jetzt noch... Wir können eigentlich die alten Waffen verkaufen. Sowas wie der Konditionsring. Die Murasame will ich natürlich behalten. Die werden wir für Auron benutzen. Da kommt dann nämlich auch noch Ausweichkonter drauf. Wie gesagt, die Stichlanze. Die hat mir gute Dienste geleistet. Schöne Sachen, die wir alle mal gut benutzen konnten. Aber ansonsten sieht es jetzt sehr, sehr gut aus. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen mal weiter. Eine Kleinigkeit will ich noch erledigen, bevor wir die Episode beenden. Und zwar will ich euch noch zeigen, wo ihr die ultimativen Waffen herbekommt. Also, die ultimativen Waffen, die ihr selbst umbauen könnt. Aber das dann noch, wie gesagt, später. Wir haben eine der Ausrüstungsteile für Riku schon bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Wir werden noch mehr davon brauchen. Ich werde nämlich zwei Sets von ultimativen Rüstungen für meine Haupttruppe herstellen müssen, um am Endgame für die schwarzen Bestia und für den Richter. Aber das hat noch Zeit. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir dorthin kommen. Für den Anfang möchte ich erstmal hier hin, denn da müssen zwei NPCs sein. Ja, wunderbar. Und zwar die beiden Guados hier. Mit denen würde ich mich noch gerne unterhalten. Ja, ich... Das kann man so sagen, ja. Irgendwie bin ich der Captain, ne? Oh, was denn? Was denn? Was denn? Was denn, Herr Guado-Mann? Im Namen der Guado möchte ich mich bei euch entschuldigen. Ah, das ist aber nett von euch. Oh. Ah, so ist das. Aha, ihr habt da so unser wunderbares Blitzballspiel ruiniert. Erinnert euch die Szene, wo Seymour mit Anima die ganzen Monster erledigt hat, nachdem wir in dem Swimmingpool irgendwie 30 Sahagins plattgehauen haben? Davon redet er hier gerade. Ah, das war so klar, ne? Natürlich war Seymours Plan, um Eindruck zu schinden mit seiner übermächtigen... Ja, hier. Wenn er öffentlich die ganzen Monster erledigt, steigt sein Ansehen und er kann mit seiner dicken Anima angeben. Aha, ja natürlich. Zeigt mal wieder, was für ein Bastard Seymour eigentlich wirklich ist. Ja, ihr müsstet euch halt einfach mal gut verhalten, ne? Oh. Ah, das tut mir leid. Okay. So ist das also. Ist vielleicht eine gute Idee, ne? Fangt mal von vorne an, lasst den ganzen Scheiß hinter euch. Und dann wird das schon. Okay. Sonst noch was? Mit Großmutter auf die Reisen. Aber ja, hier erfährt man eben, wie gesagt, dass Seymour mal wieder Scheiße gebaut hat. Wie soll es denn anders sein? Aha. Hier ist natürlich auch die Hölle los. Hm? Okay, wir dürfen immer noch nicht zu Fuß nach Bevel hinfliegen, geht glaube ich aber.
Aber viel wichtiger ist, hier befindet sich... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier vorne irgendwo. Ne? Da ist er. Wanz. Oakas Bruder. Hallo. Walkers, I've been for business. Und Oaka hat die ultimativen Gegenstände hier. Für 100.000 könnt ihr euch Waffen und Rüstungen kaufen, die absolut alle Slots frei haben. Da könnt ihr selber rumexperimentieren und die overpoweredsten Sachen in eure Rüstung reinbauen, wie ihr wollt. Ihr könntet theoretisch auch Waffen herstellen und dann selber Hit-Expander und alles mögliche an overpowered Abilities reinschmieden. Das einzige, was ihr an die selbst geschmiedeten Waffen niemals ranbekommen werdet, ist das Ignorieren von der Verteidigung, weswegen die Solaris-Waffen trotzdem immer die besten bleiben werden. Ich habe gar nicht mal so viele. Ich habe, glaube ich, Emo und Masamune, Yunas Nirvana und den Lord Zwiebel, ja, die haben wir. Ah, und die Gotteshand. Es fehlen mir also gar nicht mal mehr so viele. Die werden wir auch noch in den nächsten Parts, wenn wir die dann auch nach und nach alle einsammeln. Für die nächste Episode eine Kleinigkeit noch, das habe ich natürlich auch schon offscreen erledigt, ist, ihr wollt die Ekstase-Leisten aller eurer Bestias voll machen. Yojimbo ist nicht so wichtig, aber die anderen sollten alle voll sein. Denn wir werden zurückgehen zu dem guten alten Tempel in Remium und Belgmine nochmal einen Besuch abstatten. Ich habe schon gelesen, jemand in den Kommentaren freut sich da besonders drauf. Ja, das dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, ciao Leute. Euer Trini.